müssen alles tun, um die Infektionszahlen weiter nach unten zu bringen. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, an mehrere hundert Tote jeden Tag, an Zehntausende von Neuinfizierten jeden Tag. Das bringt unser Gesundheitssystem an den Anschlag. Das sorgt für menschliches Leid und es würde auch auf Dauer zu einer absoluten Überforderung von Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch von öffentlichen Haushalten führen. Deswegen dieser Weg als richtig, diesen Weg nun diszipliniert zu gehen, darüber ist der Parteivorstand heute einstimmig übereingekommen. Wir haben auch thematisiert, dass wir im nächsten Jahr natürlich die Folgen im Blick haben müssen, dass es hier keine dauerhafte Verschuldung, keine dauerhafte Neuverschuldung in Deutschland, in Europa geben darf, sondern dass wir uns dann auch darauf konzentrieren müssen, dass wir den Wiederaufbau, das Wiedererstarken in Deutschland angehen können. Wir wissen, dass diese Zeit mit vielen Entbehrungen, auch mit Zumutungen verbunden ist. Aber wir wissen, dass nach dieser Zeit dann auch wieder Normalität zusammen mit dem Impfstoff hoffentlich möglich ist und deswegen dieser Weg auch der richtige ist. Wir wissen, dass wir zusammenstehen müssen, dass wir zusammenhalten müssen. Und aus diesem Grund waren wir heute auch im CSU-Parteivorstand ja doch irritiert über manche Töne, auch gerade von Seiten von Bündnis 90 Die Grünen. Katharina Schulze, die sich heute damit zitieren lässt, dass hier Alarmismus bei der CSU, bei Markus Söder im Raum stünde, dass wir von Alarmismus getrieben werden. Darf ich zunächst mal feststellen, dass die Grünen ja seit Jahren der Spezialist für Alarmismus sind. Ich sage ganz klar, diese Äußerungen von Katharina Schulze sind der Ernsthaftigkeit der Situation nicht angemessen. Ich würde auch sagen, es ist schäbiges Verhalten, denn das, was Bayern macht, da befinden wir uns Seite an Seite mit dem, was Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg beispielsweise macht. Wir glauben, dass es zwingend notwendig ist, in dieser Debatte mehr Vernunft walten zu lassen und weniger Parteipolitik. Morgen im Bayerischen Landtag anlässlich der Regierungserklärung ist dazu Möglichkeit. Herr Blume, wie bewerten Sie denn die Vorgänge in Sachsen-Anhalt, auch hinsichtlich dessen, dass einzelne prominente CSU-Politiker sich auch auf die Linie der CDU in Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestellt haben? Markus Söder hat zu dieser Thematik ja das Notwendige in den letzten Tagen auch schon selbst formuliert. Diesen Beratungen zum Rundfunkstaatsvertrag gingen Beratungen über Monate und Jahre voraus. Dieser Rundfunkstaatsvertrag ist ausverhandelt und jetzt ist einfach notwendig, dass die Länder hier gemeinschaftlich dieses Vertragswerk ratifizieren. Die Vorgänge in Sachsen-Anhalt sind schwierig, sind kompliziert, sind bedauerlich und ich kann jedem raten, in Sachsen-Anhalt hier nochmal zu überlegen, was er selbst beitragen kann, um diese Situation zu entschärfen und dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite hier die Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie von den Ländern gemeinschaftlich verhandelt auch gestärkt werden kann. Aber auf der anderen Seite auch jeder weiß vor Ort, was er mit seinem Handeln tut. Und da ist mitunter schon jedes Wort zu viel. Deswegen glaube ich, es tut gerade auch die CDU gut daran, diese Dinge für sich selbst zu beraten. Ich kann den handelnden Personen in Sachsen-Anhalt nur wünschen, dass sie mit klarem Blick diese Situation lösen können. Im Präsidium und im Parteivorstand der SPD haben wir uns heute mit zwei Jahrestagen beschäftigt. Das eine ist, dass Saskia Esken und ich seit einem Jahr Vorsitzende dieser Partei sind. Und wie wir glauben, eine Reihe von Punkten haben anstoßen können, die wieder deutlich ein sozialdemokratisches Profil auch in die Politik der Koalition hineingetragen haben. Der Koalitionsausschuss hat eine andere Bedeutung bekommen. Das Konjunkturpaket, egal ob es Kaufprämie ist, Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen, aber auch unsere Haltung zur Regierungskrise in Thüringen, hat, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass auch Parteien an dieser Willensbindung in Deutschland einen hohen Anteil haben. Ein ganz großer Jahrestag ist dieser Montag aufgrund des Datums 7. Dezember 1970. 50 Jahre ist es her, dass Willy Brandt in Warschau auf die Knie gefallen ist, um deutlich zu machen, wir wollen Vergebung für das, was im Namen von Deutschen über Jahre in diesem Land an unglaublichen Verbrechen angerichtet worden ist.
Und das Signal, das damals ausgegangen ist, das war, ja, hier bekennen sich auch Menschen zu dieser Verantwortung Deutschlands, die nicht unmittelbare Täter waren, sondern Willy Brandt war Widerstandskämpfer und war dann sozialdemokratischer Bundeskanzler. Und das trägt bis heute, dass wir sagen, diese Verlässlichkeit, das Übernehmen von Verantwortung, Solidarität sind enorm wichtige Punkte in dieser Zeit. Und es gilt gerade auf der Grundlage einer gefestigten Partnerschaft und Nachbarschaft mit Polen auch jetzt, wo es durchaus auch Probleme miteinander gibt, die wir deutlich thematisieren müssen und die wir lösen müssen, nämlich Solidarität in Europa weiterzuentwickeln, das heißt, den Finanzrahmen für Europa auf den Weg zu bringen und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, Rechtsstaatlichkeit ist in diesem Europa einer der ganz grundlegenden Werte. Die SPD hat sich heute in ihrer Sitzung des Präsidiums und des Parteivorstands auch mit zwei krisenhaften Situationen beschäftigt. Zum einen natürlich Corona, was uns seit Wochen und Monaten beschäftigt, eine der größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg, diese Pandemie und ihre Bewältigung. Wir stehen ein natürlich für die Gesundheit der Menschen und wir müssen aber auch die Einschränkungen, die notwendig sind, um diese Pandemie zu bewältigen, bestmöglich ausgleichen, wirtschaftliche wie soziale Auswirkungen. Wir haben eine Einigung der MinisterpräsidentInnen für ein Vorgehen, das auch besondere Infektionszahlen und besondere Infektionslagen berücksichtigt. Gerade in diesen sogenannten Hotspots muss jetzt auch konsequent angewendet werden, was dort verabredet wurde. Da geht es um Wechselunterricht an den Schulen, da geht es aber auch um geeignete Teststrategien in den Pflegeheimen, wo wir besonderes Infektionsgeschehen haben. Wir müssen sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner im Gesundheitssystem schützen, als auch natürlich auch Pflegekräfte und medizinisches Personal. Das andere Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist Sachsen-Anhalt. Auch da eine krisenhafte Situation. Die SPD sagt ganz deutlich, wir stehen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk als wichtigen Bestandteil einer unabhängigen vierten Gewalt in diesem Land. Und wir stehen auch zu der Finanzbedarfsermittlung der KEF, dieser unabhängigen Kommission, die eben errechnet hat, was notwendig ist, um den öffentlichen rechtlichen Rundfunk in seiner derzeitigen Struktur gut zu unterstützen. Wir plädieren gemeinsam mit der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt dafür, jetzt dem Rundfunkstaatsvertrag zuzustimmen. Und wie, was offenbar ein starkes Anliegen ist, auch in Sachsen-Anhalt und in anderen Bundesländern im Osten Deutschlands, wie auch der Osten Deutschlands eine gewichtige Rolle in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bilden kann. Wir werden weiterhin dazu stehen, dass niemand Koalitionspartner der Sozialdemokratischen Partei sein darf, der Mehrheiten mit Hilfe der AfD herbeiführt außerhalb einer Koalition. Heute jährt sich der Kniefall von Willy Brandt in Warschau zum 50. Mal. Es war eine Geste, mit der Geschichte geschrieben wurde. Das war eine Geste, mit der demokratische Geschichte geschrieben wurde. Willy Brandt kniete nieder vor dem Denkmal der ermordeten jüdischen Ghettokämpfer und Kämpferinnen. Es war damit auch ein Signal der Demut an alle Jüdinnen und Juden weltweit. Mit diesem Kniefall begann die neue Ostpolitik, ein neuer Impuls für Abrüstung und Entspannungspolitik. Ein Ergebnis der neuen Ostpolitik von Willy Brandt war die Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze. Und die Ostverträge schafften Sicherheit und Vertrauen und halfen, Misstrauen und Feindschaft auszuräumen. Willy Brandt sprach in dem Zusammenhang von guter Nachbarschaft. Wenn wir heute an diesem historischen Jubiläum erinnern, dann tun wir das nicht nur, um zurückzublicken, sondern auch nach vorn zu schauen. Denn auch heute braucht es eine Europäisierung Europas. Heute geht es auch wieder darum, sich stark zu machen für Entspannungspolitik und für Abrüstung. Und Willy Brandt sprach damals von einer atomwaffenfreien Zone Europas. Dieses Ziel ist nach wie vor hochaktuell. Ja, Willy Brandt hat uns ein friedenspolitisches Erbe hinterlassen und ich finde, an diesem friedenspolitischen Erbe gilt es anzuknüpfen. Europa sollte seine Rolle in der Welt unabhängig und souverän bestimmen. Und das heißt auch, dass es darum geht, eine neue Friedensordnung mitzuerschaffen, wo sich Europa um Dialog mit USA wie Russland gleichermaßen bemüht. Und an diesem friedenspolitischen Erbe
könnte auch eine mögliche progressive Regierung hierzulande anknüpfen. Zu dem drohenden Dammbruch in Sachsen-Anhalt. Dem Konflikt in Sachsen-Anhalt geht es längst nicht mehr nur um den Rundfunkstaatsvertrag und es ist längst nicht mehr nur ein regionaler Konflikt. In Sachsen-Anhalt ist es längst nicht mehr nur ein Machtkampf zwischen Hasselhoff und Stahlknecht, sondern was im Raum steht, ist, dass die CDU in Sachsen-Anhalt als Minderheitenregierung sich aufstellen will mit einer möglichen Tolerierung der AfD. Das heißt im Klartext, die CDU in Sachsen-Anhalt will die Faschos von der AfD salonfähig machen. Das wäre ein echter Dammbruch. Das wäre nach dem Sündenfall von Erfurt, wo CDU und FDP schon mal auf die Stimmen der AfD schielten, ein enormer Dammbruch, dessen Bedeutung weit über die Grenzen von Sachsen-Anhalt hinausgeht. Und ich habe den Eindruck, dass die CDU-Bundesebene das ganze Problem versucht, mit Schweigen und Dethematisierung zu bearbeiten. Das ist einfach nicht angemessen, wenn solch ein Dammbruch, so ein salonfähig machen von der AfD im Raum steht. Ich finde, die Bundesspitze der CDU muss hier ganz klar öffentlich Stellung beziehen, sowohl die jetzige Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wie die Kandidaten für den neuen Parteivorsitz von Röttgen, Merz bis hin zu Laschet. Die müssen sich in dieser Frage ganz klar positionieren. In Sachsen-Anhalt, das ist ganz klar die CDU von Friedrich Merz. Und da kriegt man vielleicht einen Vorgeschmack, wofür diese CDU stehen könnte. Also, hier droht eine Kumpanei mit der AfD im neuen Ausmaß. Und Hasselhoff in Sachsen-Anhalt hat noch die Macht, seinen Innenminister Stahlknecht zu entlassen. Es ist aber mehr als fraglich, ob er überhaupt noch eine Mehrheit in der CDU-Landtagsfraktion hat. Und in so einer schwierigen Situation, finde ich, steht er deswegen in der Verantwortung, ganz klar die Vertrauensfrage zu stellen, um klare Verhältnisse zu schaffen und auch um Klarheit zu schaffen. Und die CDU im Bund ist hier gefragt, sich zu positionieren. Wir müssen feststellen, dass die aktuellen Maßnahmen nicht reichen. Wir haben das Infektionsgeschehen in weiten Teilen Deutschlands nicht unter Kontrolle. Der Wellenbrecher hat die Welle nicht nur nicht gebrochen, sondern hat jetzt wieder zu einem erneuten Anstieg der Zahlen geführt. Wir erleben also täglich eine Tragödie mit mehreren hundert Toten in Deutschland. Das können wir nicht einfach so hinnehmen und laufen lassen. Das heißt, es sind weitere und verschärfte Maßnahmen notwendig. Wir haben an dem Wochenende einen 5-Stufen-Strategieplan vorgestellt, der endlich Verlässlichkeit, Einheitlichkeit und Transparenz jeweils für das Geschehen herstellen soll. Also gleiche Grundlagen, definierte gleiche Grundlagen mit möglichen Maßnahmen auf diesen Grundlagen und lokal unterschiedlich in der Anwendung. Dieser Plan sieht auch vor, dass in Landkreisen mit einer Inzidenz, 7-Tage-Inzidenz von über 200 Fällen weitere verschärfte Maßnahmen notwendig sind, beispielsweise Homeoffice, Ladenschließungen und Ausgangssperren. Und in der Folge dessen sollten die jetzt auch zur Anwendung kommen, um das Infektionsgeschehen wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen. Das schließt auch die Weihnachtstage und die Silvestervorbereitungen mit ein. Es ist für uns unvorstellbar, dass Weihnachten und Silvester einfach ohne Maßnahmen, locker ohne Maßnahmen durchgeführt werden. Die Lockerungen, die vorgesehen werden sollten, für Weihnachten beschränkt werden, wie es Baden-Württemberg vorgeschlagen hat, auf den 27.12. und nicht bis zum 1.1. einfach weiterlaufen. Und für Silvester sollten die Beschränkungen bestehen bleiben, also die Beschränkungen, die wir jetzt schon kennen. Sonst droht eine dritte Welle, wenn man das überhaupt so nennen darf, denn die zweite würde ja quasi einfach weiterlaufen im Januar mit unabsehbaren Folgen und einer dramatischen Überlastung des Gesundheitssystems. Wir freuen uns, dass sich jetzt auch Bayern und andere Länder dem Vorgehen aus Baden-Württemberg angeschlossen haben. Winfried Kretschmann hat mit seiner Regierung schon vor einigen Tagen Maßnahmenverschärfungen beschlossen, die jetzt scheinbar Schule machen. Das ist gut, das ist richtig so. So haben wir die Chance, die Zahlen nicht weiter steigen zu lassen und dann hoffentlich im Frühjahr auch wieder zu geringeren Zahlen zu kommen. Ein zweites Thema, das ich gerne aufgreifen möchte, ist die Regierungskrise in Sachsen-Anhalt. Denn um eine Regierungskrise handelt es sich an dieser Stelle. Für uns und für mich ist widerlegt,
dass es um 86 Cent Gebührenerhöhung in erster Linie geht. Denn die Formulierung im Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt, an der die CDU-Landtagsfraktion ihren Widerstand festmacht, wir sorgen für Beitragsstabilität, findet sich so auch fast wortgleich in anderen Koalitionsverträgen, die die CDU geschlossen hat. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern als Beispiele genannt. Und sie werden dort von den Ministerpräsidenten und von der CDU ebenso ausgelegt, wie wir es auch in Sachsen-Anhalt tun, als Inflationsausgleich. Kein Anstieg, in diesem Fall 86 Cent wäre sogar unterhalb der Inflation über die letzten 15 Jahre. Das ist Beitragsstabilität. Darum geht es also nicht. Worum geht es? Es geht um einen Machtkampf innerhalb der CDU, eine Auseinandersetzung, ob die CDU eine Partei der Mitte bleibt oder ob sie sich nach rechts öffnet. Diese Rechtsdrift schließt die Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ein. Als Teil dieser Debatte ist er von den Rechten als Symbol aufgebaut worden. Und deswegen darf man an dieser Stelle nicht naiv sein und auch kein taktisches Verhältnis zu dieser Frage entwickeln, wie es Paul Ziemiak und Annegret Kramp-Karrenbauer in ihren Beiträgen in den letzten Tagen getan haben. Dort ist ja die merkwürdige Wolte vollzogen worden, dass sie uns quasi aufgefordert haben, also die Parteifreunde in Sachsen-Anhalt, durch Zustimmung oder Sanktionierung dessen, was die CDU dort tut, dafür zu sorgen, dass der Rundfunkstaatsvertrag nicht kommt. Also gegen ihre Ministerpräsidenten, gegen alle anderen Landtagsfraktionen, die zu einer anderen Beschlusslage gekommen sind, einer anderen Auffassung gekommen sind. Das ist schon ein dicker Hund, das muss man so sagen. Und vor allem ein taktisches Verhältnis zu dieser extrem wichtigen Frage. Die Auseinandersetzung hat jetzt auch den innerparteilichen Wahlkampf um den Parteivorsitz erfasst. Und deswegen geht die Frage, was da in Sachsen-Anhalt passiert und wie sich die Union positioniert, inzwischen weit über das Bundesland hinaus. Für meine Partei kann ich sagen, dass wir in Sachsen-Anhalt noch Lösungsmöglichkeiten sehen. Es gibt Chancen, die Kuh vom Eis zu bekommen. Und wir wissen aus den Krisen, die wir an anderen Stellen erlebt haben, dass jetzt in diesen Stunden die entscheidenden Stunden sind. Die Drähte glühen, die Gespräche werden geführt, sowohl im Land und wo wir helfen können, auch flankierend auf Bundesebene. Ich hoffe also sehr, dass es gelingt, einen Weg zu finden, dass die CDU die Position von Mitte hält und nicht dem rechten Populismus hinterher stimmt.